Hi Leute, willkommen zurück zu Fort Solis. Ja, wir suchen mit Jessica immer noch die Station ab und hoffen, dass wir bald Jack finden. Aber ich habe gerade die Stufe 5 Freigabe bekommen und wenn wir jetzt erstmal die letzten zwei Crew-Quartiere ansehen. Und mal gucken, was wir da noch für Geheimnisse aufdecken können. Denn einmal wäre das hier die vom Stationsvorsteher von Hoskins, den wir jetzt gerade tot in der Kantine gefunden haben. Und noch die von Wyatt. Ist aber auch ein sehr kleines Personalchen. Also Personalgruppe. Aber die anderen sind wohl alle nicht mehr da, wie es aussieht. I'm recording this as a record. The Better Tomorrow Project, it's not what we thought it was. Oh. That there is no tomorrow. I know that now. We are all damned. The Frontiers Project needs to be shut down. I've spoken with Wyatt and we have filed our complaints to Central. I'm sorry, Alan. Forgive us. We were fools to ever think there wouldn't be a cost. Oh nein. Die Menschheit ist dem Ende geweiht, ja? Projekt Frontiers. Adam, wie besprochen, ist es im Moment von höchster Bedeutung sicherzustellen, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um das Gewächshaus und unsere Arbeit darin zu sichern. Officer Taylor steht meiner Arbeit zunehmend feindselig gegenüber und beginnt zu behaupten, sie würde den Bewohnern von Fort Solis schaden. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Ich habe ihn der Zentrale gemeldet und er sollte in Zukunft kein Problem mehr sein. Bitte sorge dafür, dass Oscar ihn bis dahin im Auge behält. Danke, Helen Dunpart. Oscar war der Wachmann, der ist ja tot. Also hier, Richardson, ja, der Sicherheitsoffizier. Betreff Stimmung im Team. Hi Adam, ich habe mir die zahlreichen Beschwerden hinsichtlich zunehmender Feindseligkeiten zwischen Mitarbeitern angesehen. Es scheinen schneller Konflikte und Unruhen unter den Mitarbeitern aufzukommen. Das könnte an der nahenden Sturmsaison und der Isolation liegen, aber ich glaube, das alleine klärt die Sache nicht. Officer Taylor bat mich, die Gesundheitsakten der Mitarbeiter des Gewächshauses zu prüfen. Doch nicht nur, was ich dort sah, hat mich erstaunt und alarmiert. Du hast deine Beschwerde aus dem System gelöscht? Kannst du das bitte erklären? Danke, Oscar Richardson, Sicherheitsoffizier von Romero, betrefft deine Bitte. Hallo Adam, danke, dass wir uns wegen meiner Bedenken treffen konnten. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich deinen Rat gefolgt bin und Offizier Taylor eine Probe überlassen habe. Es fühlt sich einfach richtig an. Tut mir leid. Martina Romero, Labortechnikerin. Die haben wir noch nicht gesehen. Betrefft keine Zukunft in Sicht. Oh Mann. Adam, die Sache läuft aus dem Ruder. Ich musste mein Team heute wegen einer Lappalie voneinander trennen. Wie lange willst du das noch zulassen? Ich möchte Helens Worten glauben. Und deinen. Doch es ist schwer, wenn man sieht, wie sich die Dinge entwickeln. Ich werde nach der Sturmsaison eine Versetzung beantragen. Ich kann nicht länger Teil dieser Sache sein. Nick Taut, Einsatzleiter. Tja, der ist auch leider tot. Betreff Projekt Bessere Zukunft. Adam, Helen hat Bedenken geäußert, dass wir Wyatt Taylor und seine Verschwörungstheorien über den Kopf wachsen. Dass dir, Wyatt Taylor, an seiner Verschwörungstheorie über den Kopf wachsen. Er gefährdet alles. Ich weiß, du willst nichts unternehmen, aber du lässt mir keine andere Wahl. Jack Stevenson, Terra Forschung und Entwicklung. Due to power issues, we've had to switch to officer access areas. This really hasn't helped with the paranoia. Things are getting a little wild now. I'm about to go and inspect the hangar doors with Nick, who claims claw marks or something. They're actually considering an animal tried to break in. Imagine. That really would be the cherry on top. Alien life. First contact. And it's here on Solis. Alter. Das wäre natürlich wirklich die Spitze des Eisbergs. Oh, was haben wir hier? Kamera 2 außen. Was ist das denn? Was ist das? Atrium. Es war aber schon, das ist schon Vergangenheit. War das Helen? Die Botanikerin?
Taylor. Oh, Wyatt. Mein Dein. Verschaffe dir Zugang zu Offizier Taylors Zimmer. Vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen was, warum er durchgedreht ist. Ruckelt wieder ein bisschen. Ah! Well, in addition to running low on toilet paper, we're now running low on antibiotics because some kind of seasonal flu has haunted us for the past few weeks. I think we're all just looking forward to losing our dreary eyes and raw noses. I know that I am. But one benefit to being locked away is being able to call Rachel about her studies. She says she's following in the footsteps of her father. I don't know, up here, it is maybe the best medicine to be a proud parent. Warum habt ihr euch die drei Muscheln noch nicht in der Zukunft? Verstehe das nicht. Ah, ein Foto von seiner Familie. Er hat ja zwei Töchter, ne? You might be a spaceman, but we are on the greatest journey there is. Ja, du bist vielleicht ein Spaceman, aber wir sind auf der großartigsten Reise, die es gibt. Oh je. Yeah. Das tut mir voll leid, weil er wird seine Familie auch nie wiedersehen, vermute ich mal. Betreff Fort Solis. Why? Ich weiß, dein Stolz kann manchmal unerträglich sein, aber wenn du es wirklich so empfindest, solltest du dann einen Schritt zurücktreten. Es ist doch nur eine Stelle, wir vermissen dich. Die Mädchen können es kaum erwarten, dich wieder zu Hause zu haben. Wenn sonst nichts hilft, denk zumindest daran. Christina Taylor. Betreff Hallo. Hey, wir haben seit Tagen nichts von dir gehört. Konnte Asim den Terminal reparieren? Hinterlass mir hier einfach eine Nachricht, wenn du nicht so beschäftigt bist und Lust hast, später zu telefonieren. Ich lasse die Mädchen später ins Bett gehen, nur für den Fall. Ich liebe dich, Christina Taylor. Oh, wie schlimm. Oh, wann waren das? 2.10.10.10. und 11.10. Why? Ich habe seit etwa einer Woche nichts mehr von dir gehört und dann schickst du mir sowas? Was ist in dem Paket? Warum darf ich es nicht öffnen? Du machst mir Angst. Ruf mich sofort an. Ich meine es ernst. Weiß Tom, worum es sich handelt? Ist das die Pflanze? Was? Oh, er ist gerade im Medizinbereich. Was? Hat er ihn umgebracht, den Wachmann? Ja, da hat er ihn abgestochen und ist dann hingefallen. Alter. Oh Mann. Wann war denn das? Das war heute erst, am 11.10. I confronted Helen today about the situation here. She flat out refuses to admit anything is going on. More of Nick's teams are showing what I believe, based upon my medical experience, to be clearly radiation sickness, but she said that due to the varying symptoms being displayed by each patient, I currently have nothing conclusive to confirm my diagnosis. But there is one consistent factor, and that's the hand tremor. That's a sign. Er hat gezittert, Jessica. I think that's a sign and it's just hiding. Plain sight. Yeah, come in. A couple of guys playing poker tonight. Fancy it? No, not tonight. But did you think about what I talked about? Going to the hangar? Not this again. Why? You know I can't just let you in. It's against regulations. You could get suspended. Yeah, I've asked you not to call me. Why is no one taking this seriously? I am. Tell you what. If you win the game, I'll let you take a look. Sound fair? Yeah, deal. Great.
I'll let the guys know we found our sixth player. See you in the canteen about 7. Yeah, great. Can't wait. Er hat voll Bock. Looks like I'm playing poker tonight. Das Schlimme ist, ich finde den immer noch nicht unsympathisch, Wyatt. Irgendwas hat ihn dazu gebracht, das zu machen. Es war am 27.09. Warum ist das hier danach? Egal. War vom Datum vorher das letzte Video. Ist das gruselig? Alter. I've done everything I can. I've been rational. I've tried to reason. But Helen refuses to acknowledge the damage she is doing. She even reported me to Central for exceedingly aggressive behavior. Me. Ich glaube eher, dass... Ich glaube, er ist ein total beherrschter Mensch, weil... aggressiv mit 2 Kindern kann ich mir nicht vorstellen bei ihm. Irgendwas ist in der Erde, was die Leute hat durchdrehen lassen. Deswegen auch der Tremor, vielleicht so Kontrollverlust oder ich weiß auch nicht. Deswegen hat er alle umgebracht. I reported the incident to Central. And Oscar is on his way over now. He can help me access the greenhouse. Because suspended. Was that even mean? Boah, ist das krass. Also irgendwas ist in der Erde und es hat die Leute verrückt gemacht. Ist das krass? Ist das krass? Ist das krass? Das hat mich jetzt vollends erwischt, das Spiel. Alter. Das ist schon bitter, bitter böse. Irgendwas... Aber vielleicht ist es ja auch nur Einbildung. Vielleicht denkt er sich dann nur, dass irgendwas da Böses passiert. Vielleicht sorgt das eben dafür, dass man paranoid wird, oder ich weiß ja auch nicht. Can't be the fall guy if he doesn't come back. Hier waren wir schon überall. Ich nehme die Treppe, auch wenn ich erst dachte, es geht schneller. Also hat er einfach alle umgebracht, weil er das eindämmen wollte, was auch immer damit gemeint ist. So, hier muss ich ja nirgendwo hin, ne? Shit. Wo muss ich denn eigentlich hin?
Wartungseinheit. Wie viel Kammer? Vielleicht sollte ich mal rausgehen? Ich weiß nicht. Da liegt sie. Why would he come after everyone? Come on, Appleton. Stay on mission. Ja, das weißt du doch. Das hat, ja gut, wahrscheinlich ist es im Kontext jetzt nicht berücksichtigt, dass wir das gerade gelesen haben. Right. Now where is the maintenance unit? Airlock sequence complete. Ja, genau, das war Helen, was die wir gesehen haben auf der Aufnahme. Nutze die Tunnel, um ins Gewächshaus zu gelangen. Ah, gehen wir wieder zur Wartungseinheit, ja? I need to find Jack before the storm hits. Sturm hat schon gehittet. Jetzt noch ein kleines bisschen schneller machen, das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Aber warum hat Jack das nicht gemerkt mit dem Tremor in der Hand? Also das muss ja wohl wirklich schnell gehen anscheinend. Boah, ich warte nur drauf, dass er kommt, ne? Wieder. Ah. Na gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir in den Botanikbereich kommen. Pflanzenzucht, da ist es doch. Ah, ich war schon... Ja, ich bin jetzt einfach mal komplett unnötig gegangen, aber egal. Machen wir eine kleine Rundreise, ist ja auch nicht schlimm, ne? Haben wir nochmal alles gesehen jetzt. Team nochmal Hallo sagen. So unheimlich, ich werde hier echt schneller gehen an ihrer Stelle. Das ist richtig fucking unheimlich. Ich meine, natürlich ist es ja... Ist ja nicht so, als würde er uns jetzt sehr aktiv suchen, ne? Wahrscheinlich, wenn wir an die Stelle kommen, dann wird das getriggert, aber... Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Weil Wyatt, wie gesagt, der schien eigentlich sehr rational zu sein und... Vielleicht macht das ja... Der Gedanke an seine Familie hat ihn jetzt irgendwie so ein bisschen durchdrehen lassen. Dass er sie vor der Gefahr schützen will, dass diese Infektion nicht auf die Erde kommt, weil anscheinend ist es so eine Art Demenz irgendwie. Hat mich jetzt wieder mal an Dead Space erinnert. Mit dem Marker, dass der... Ja, dass das die Leute irgendwie durchdrehen lässt.
Dass die dann halt irgendwie denken, da ist irgendwas. Und deswegen bringt er alle um. Was ja auch hieß, diese Krallensporen und der ganze Quatsch. Oh, jetzt bin ich richtig. Wie gesagt, einfach mal unnötig gelaufen die ganze Zeit. Kapitel 4. Forlorn. Verloren. Gewächshaus B2. Bienenhaus, Pflanzenzucht und nochmal ein Treppenhaus. Ist ja ganz schön tief, das Gewächshaus. Jessica. Where is he? Just stop this, please. You don't know what you're doing. I could say the same to you. I'm saving lives. That's what I do. Adam, Asim, how exactly did you save them? Eine bessere Zukunft und Kartograf. I've let this go on long enough. Ja, betritt das Gewächshaus und betritt alle Orte der Fort Solis. I can't believe these are real. Tomaten. Pini. Oder Gurken? Man sieht es halt nicht so. Wahrscheinlich gibt es das auf der Erde so gar nicht mehr. Vielleicht gibt es da so Sinti-Food mittlerweile. Äpfel! Nee, Kartoffeln. Hat fast ein Gesicht, guck mal. Hallo, Jessica! Art. Monesco. Oder wie heißt der? Ich hoffe, Monesco. Ist schon. Dieser andere Salat. Was? Läuft ja bei denen, aber. Wahrscheinlich ist die Erde halt schon so durch. Also der Grund. Erde ist durch, ne? Dass da nichts mehr wächst, so wie in Interstellar. Das alles hat durch Feinstaub. Sag aber die Bienchen. Die Bienchen. Aber was, wo holen die in. Wollen die Blütenpollen bitte her? Amazing. Ja. Even all the way up here. Come on, Jess. Stop staring at bees. Time to go. Bienen sind aber super faszinierend. Könnte ich mir auch die ganze Zeit angucken und. Ja. Keine Ahnung, angucken. Was denn? Oh, der tätschelt die Blumen, der Arm. Aber die Performance ist manchmal echt ein bisschen unterirdisch, tut mir sehr leid. Ja, auch so ein Handcomputer. Progress. Guter Arm. It's a funny thing, really. You are so preoccupied with whether you could. You never stop to think if you should. Oh je, ich will gar nicht wissen, was sie gemacht hat. Eigentlich will ich es doch wissen. Karotten? Oh, ist aber ganz schön Oschis. Eigentlich will ich es. Natürlich will ich doch wissen, was sie gemacht hat. Eigentlich so ein ethisches Dilemma mal wieder. Wechsels Labor und hier. Oha, das wird hier nochmal richtig. Noch weiter hoch. Ah ne, das ist die Überkarte. Das Gewächshaus ist so das größte hier. Ich bin so gespannt auf das Outcome, ne? It's going to be okay. Focus and calm. Just like they taught me. Focused mind. Hier wird er nicht sein. Der war ja auf der Dings, war er ja oben im Lager irgendwo. Wyatt. That's all I need. Agro bees.
Laborbericht. Die Ergebnisse sind streng vertraulich und nicht zur Verbreitung bestimmt. Dieser Bericht muss unterzeichnet werden. Präparat 19, Datentabelle 1, Wachstum, Oxanometer, Zeit, Tage, unwirksam, Kontamination. Anmerkung betreff Kontamination. Präparat 19 wurde im Zuge einer weiteren Bienenflucht kontaminiert und muss nun erneut hergestellt werden. Den Bienen, die damit in Kontakt kamen, geht es interessanterweise gut und sie sind ins Bienenhaus zurückgekehrt. Unterschrift Helen Dunpart. Was? Bienenkontaminierung? Hat sie wirklich einen Giftstoff oder sowas hergestellt? Was die Menschen hat durchdrehen lassen? Ich weiß ja nicht. Oder war das halt schon wirklich... Ist das das Leben auf dem Mars, diese Mikroben? What have they created? That does not sound legal. Laborbericht. Die Ergebnisse sind streng vertraulich, bla bla bla. Verdorben. Anmerkungen. Präparat 23. 26 ist das Wichtige. Ne? Das Präparat ermöglicht ein konstantes Wachstum bei Aufrechterhaltung eines gesunden Nährstoffgehalts. In der hier hergestellten Nahrung wurden fortschrittlichere Spuren des Präparats nachgewiesen. Der Boden wirkt nicht wie gewünscht als Katalysator. Die Formel muss überarbeitet werden. Helen Dunpart. Okay. Und Nummer 26 war dann wohl der Durchbruch, je nachdem zu was. Im Guten wie im Schlechten, hä? Huh? Na, sagst du was? Bienenaktivität, bla bla bla, Bienenverhalten. Seit die Bienen mit dem Präparat in Kontakt gekommen sind, beobachten wir ihr Verhalten. Abgesehen von einer leichten Erhöhung ihrer Aktivität gibt es kaum Veränderungen. Eine weitere Beobachtung ist erforderlich. Die ganze Zeit werden Inhalte freigeschaltet. Hier? This is why they're digging so deep. Prospect too. Laborbericht. Betreff übermäßiger Wuchs. Einige Pflanzenteile wachsen überdurchschnittlich schnell und verderben beinahe über Nacht. Das Präparat ist eindeutig unausgeglichen und muss rekalibriert werden, um die Bedingungen des Bodenkatalysators von Planum zu erfüllen. Planum? Unterschrift Helen Dunpart. Aha. Also, es geht halt darum, blitzschnell irgendwas hochzuziehen, oder wie? Dabei hat sie wohl irgendeinen Fehler gemacht. Das ist alles Präparat 22. Ja, Compound 22. Aber das war ja auch ziemlich fehlerhaft, ne? It looks like they almost grew too fast. Ja, auch Pflanzen brauchen ihre Zeit, ne? Also irgendwas ist da definitiv richtig schief gelaufen hier oben, sonst... Ja, hätte Wyatt nicht das Gefühl gehabt, dann müsste das irgendwie eindämmen oder so. Offiz. Aha, aha, aha. Ja, einiges. Wieder ein i5, das brauche ich bestimmt für oben. Das macht das Spiel schon ganz gut, es führt einen immer so ein bisschen herum. Oh, Passwort geschützt. Wetter auf dem Bild ist was. Maybe it's better if she doesn't know. Brasilien 2078. Okay. Oh. Denkfehler. Was? Ist nicht das Passwort? Hm. Interessant. 2080 wird es jetzt auch nicht sein. Oder? Bringt nichts. Ich muss es wahrscheinlich im Computer jetzt finden. Aber das heben wir uns für nächstes Mal auf, Leute. Es ruckelt wieder so ein bisschen hier. Das nervt mich. Ah.
Aber ich habe es ja schon gesagt, auf Steam steht da ganz viele bitterböse Bewertungen dazu. Hat leider auch keine guten Bewertungen gekriegt, soweit. Egal. So, das war's mit Forsonis dieses Mal. Lasst mir Liebe da, liked das Video gerne und kommentiert was Schönes. Wir sehen uns wieder zu diesem spannenden Weltraum-Thriller. Bis dann, tschüss.